Viele Gäste, darunter etliche Wegbegleiter, hatten sich am Dienstag im Vortragsraum der Christophorus-Klinik am Standort Dülmen eingefunden, um den langjährigen Pflegedirektor Josef Theule zu verabschieden. Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde durch das Duo Heidmann und Kaiser. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Klaus Fitzenreuther, erinnerte in seiner Ansprache an die langjährige Tätigkeit des scheidenden Pflegedirektors. Du hast den Prozess der Verschmelzung der Krankenhäuser in Coesfeld, Nottern und Dülmen zu den Christophorus-Kliniken sowie die gesellschaftsrechtliche Annäherung mit der Klinik am Schlossgarten erlebt. Du hast alle Prozesse mitgetragen, obwohl du hin und wieder auch gelitten hast, wie einige andere auch. Ich bin 1978 als Krankenpfleger angefangen auf der Intensivstation. Wir haben verschiedene Etappen der Intensivstation erlebt. Dann habe ich die Fachpflege für Intensiv und Anästhesie gemacht. Ich habe Stationsleitungskurs. Dann bin ich 1989 gewechselt in den Bereich der Pflegedienstleitung und der Hygienefachkraft. Habe dann noch eine weitere Qualifikation von 3 Jahren gemacht für die Pflegedienstleitung. Und bin seit 2001 dann Pflegedirektor hier am Standort Dülmen. Geschäftsführer Dr. Marc Lönjes erläuterte in seiner Rede die vielfältigen Veränderungen des ehemaligen Franz-Hospitals in die heutige Christophorus-Kliniken GmbH. Alle notwendigen Änderungen seien von Josef Theule mitgetragen und gefördert worden. Dann nehmen wir mal gerne die Verweildauer, also die Zeit, wie lange ein Patient im Krankenhaus verweilt. Das war, als Sie angefangen haben, Ende der 70er Jahre, 21, noch was Tage, wie ein Patient im Krankenhaus hier in Dülmen verweilt hat. Heute sind es knapp 6. Das, was in dieser Zeitspanne passiert, ist auch sicherlich nicht weniger geworden. Sodass es auch für Außenstehende zu erahnen ist, wie schneller sich das Rad heute dreht und drehen muss. Ja, besonders verändert hat sich die Leistungsverdichtung. Der Herr Fitzenreuther erwähnte die Verweildauer von 21 Tagen 1978 in der inneren Medizin auf heute 6 Tage. Und mit viel mehr Diagnostik und Therapie und was das bedeutet, das weiß jede Pflegekraft, die am Bett heute pflegt. Mit einem Videofilm und ausgefallenen Präsenten bedankten sich die Mitarbeiter bei Josef Theule für das kollegiale Miteinander im Team. In seiner Dankrede erinnerte Theule noch einmal an die vielen Veränderungen in seinen 40 Dienstjahren. Er habe immer gerne hier gearbeitet. Die letzten 12 Jahre im Rahmen der Christophorus Kliniken, das war einfach eine tolle Erfahrung, mit euch zusammenzuarbeiten. Und ich bin sicher, das wird auch so weitergehen, eure Zusammenarbeit, und sehr, sehr fruchtbar werden. Wie man auch von Kollegen gesehen wird, wie einem das gespiegelt wird, diese 40 Jahre, das war sehr emotional und auch die Ehrlichkeit und Im Ruhestand will sich Josef Theule jetzt mehr der Familie widmen. Zudem will er im Förderverein, der Klinik beim DRK und für andere Ehrenämter aber weiterhin tätig sein.